Geht ab Leute, Tarik von Next Generation Bodybuilding wieder hier. Heute in diesem Video geht es um ein sehr interessantes Thema, das ich sehr gern habe. Es geht um die drei Körpertypen, Ektomorph, Mesomorph, Endomorph. Nun, es ist ein sehr heikles Thema. Ich verbinde eher ein bisschen Hass auf dieses Thema. Nun, erstmal für die Noobs unter euch, was ist ein Mesomorph, was ist ein Ektomorph? Nun, diese drei Körpertypen lassen sich eigentlich ziemlich leicht feststellen. Zum Beispiel, jeder von uns hat diesen Freund, der isst 6 Sachertorten pro Tag und nimmt kein Gramm zu. Das wäre der Ektomorph, der mit dem superschnellen Stoffwechsel, der eher dünnere von euch, der Spargel-Tarzan sozusagen. Dann kennt ihr wiederum sicher einen Freund unter euch, der schaut den Fruchtjoghurt nur komisch an und der nimmt zu. Das wäre der Endomorph, der hat einen ziemlich langsamen Stoffwechsel, einen ziemlich langsamen Metabolismus, also der baut nicht so schnell ab, deshalb nimmt er auch so schnell zu. Und zwischen den beiden, also sozusagen die Mischung aus beiden, ist der Mesomorph. Das sind zum Beispiel die Leute, von denen ihr merkt, dass er ohne Training schon eine ziemlich breite Statur hat. Also er steht ziemlich breit da. Er sieht kraftvoll aus. Also er sieht jetzt nicht aus wie ein Bodybuilder, aber wenn ihr ihn anschaut, ihr denkt zu euch, wow, wenn der trainieren würde, der wäre super. Das ist sozusagen das Mischding aus den beiden. Nun, was sage ich über diese drei Themen? Ich sage über diese drei Körpertypen, dass es Bullshit ist. Jeder Körper ist vom anderen so unterschiedlich, dass man nicht 7 Milliarden Menschen auf 3 Körpertypen festlegen kann. Und der einzige Unterschied zwischen den dreien ist eigentlich einmal vielleicht die Knochenstruktur, vielleicht, ihr hört es mein vielleicht, aber der Stoffwechsel ist eigentlich der primäre Unterschied. Wieso ist ein Ektomorph voll dünn? Ja, der kann schwer zunehmen. Er kann zunehmen, das ist auch wichtig. Die Leute, die sagen, ich kann nicht zunehmen, das ist falsch. Du isst 6 Mal am Tag, du nimmst nicht zu, dann isst 7 Mal. Du isst 7 Mal am Tag, nimmst nicht zu, dann isst du 8 Mal. Wo ein Wille, da auch ein Weg. Ich habe genug von diesen ganzen Ausreden, speziell von den Ektomorphs, die sagen, ich würde so gern den Körper haben, den Körper meiner Träume, nur ich kann nicht wegen dem und dem. Doch, du kannst. Und dann kommen wieder die anderen Leute, die sagen, ja, ich kann keinen Körper aufbauen, weil ich die Genetik nicht dazu habe. Leute, Genetik ist zwar wichtig, für Muskelaufbau, beziehungsweise wie euer Körper mal ausschauen wird. Aber Muskeln aufbauen, den Körper eurer Träume, kann jeder von euch kriegen. Es ist sowas von scheißegal, was für ein Stoffwechsel, was für eine Knochenart, eine Knochenhärte, Dichte oder was für eine Genetik ihr habt. Das ist sowas von scheißegal, das könnt ihr euch nicht mal vorstellen. Ich, als ich angefangen habe, ich habe 58 Kilo auf eine Größe von 1,78 gewogen. Ich habe gedacht, ich wäre ein Ektomorph. Innerhalb von 3 Jahren, was bin ich? Ich bin jetzt 1,87 und wiege meine 90 Kilo. Also es ist alles möglich, es gibt keine Ausreden. Alles, was zählt, ist die Willensstärke hier oben. Wie sehr wollt ihr es? Denn da zeichnen sich die Winner und die Loser ab. Denn die Willensstärke, die sagt aus, wer hier der Gewinner ist und wer der Loser. Diese ganzen Leute, die ganze Zeit Ausreden machen, von wegen, ja, wie schon gesagt, ich kann nicht zunehmen, deshalb kann ich kein Bodybuilder werden. Das ist so ein Bullshit, dann iss einfach mehr und trainier härter. Das ist so simpel, dieser Sport Bodybuilding ist eigentlich, wenn man es sich theoretisch anschaut, man isst, man trainiert und man wird breit. Also simpler geht es eigentlich nicht. Erst recht, wenn ihr einen Personal Trainer wie mich habt. Das heißt, ich lege euch dann sozusagen Ernährungspläne und Trainingspläne und alles hin. Ihr könnt mich sogar anrufen, wenn ihr irgendwas wissen wollt oder irgendein Problem habt. Sage ich euch gleich von A bis Z, wie das alles geht. Das heißt, simpler geht es nicht. Aber er ist schwer, von der Willensstärke her. Er ist sehr schwer. Das kann ich euch definitiv vermitteln. Also er ist schwer. In den ersten Monaten ist er am schwersten. Aber glaubt mir, wenn ihr die ersten Resultate im Spiegel seht, wenn ihr seht, wie der Bizeps wächst, wie die Brust wächst, wie beim Bankdrücken das Gewicht hochgeht, dann werdet ihr süchtig. Und das verspreche ich euch, meine Freunde. Da wird jeder süchtig. Ist mir egal, wer von euch was gegen Bodybuilding oder sowas hat. Aber jeder von uns hätte gerne 44er. Das steht fest. Und das war's zu diesen drei Körpertypen, die ich sehr mag. Gleiche Informationen wurde in diesem Video vergeben, meine Freunde. Und natürlich sind eure Fragen, Vorschläge und eure Kritik alles wird von euch gewollt. Schön in die Kommentare schreiben, was wollt ihr vom Kanal in der Zukunft? Habt ihr irgendwelche Fragen? Ich bin der Coach, ich beantworte sie für euch. Besucht mich auf Facebook, Instagram und vergesst es nicht, den Kanal zu abonnieren und zu liken. Und wenn nicht, ich habe es oft genug gesagt, ihr wisst, was passiert, wenn nicht. Ciao!